Kirch ein Teil des Orgelausschusses der Evangelischen Kirche auf Einladung von Ortspfarrerin Astrid Hoffmann nach Angnedeln, um zu schauen, wie es mit der Schneiderorgel steht nach der Renovation der Kirche. Die Orgel ist heute ausgepackt worden und sie wird jetzt das erste Mal gespielt. Die ersten Töne sind erklungen und jetzt wird sie repariert. Alles in Ordnung. In der Delegation ist auch Barbara Duttli, die angefragt worden ist, um eine Begutachtung zu machen. Schön. Auch sie findet die Orgel. Wunderschön. Es gibt einige gebrochene Stellen und so und ausgehängte und angestochene Windladen. Das bedeutet, das System ist nicht dicht. Was bedeutet angestochen? Heißt das vom Holz rumzustochen? Nein. Weißt du, wenn das Ventil nicht dicht ist, ja, dann tönt die Pfeife, auch wenn du nicht spielst. Ja. Ach so, wenn du ein Register ziehst, dann geht dort trotzdem Luft durch, ohne dass du die Taste drückst. Also es zieht Luft, ja. Und wenn du unten ein Loch ins System machst, dann geht der Wind dort raus, weil er geht durch den kleinsten Widerstand. Aha. Und dann bleibt die Pfeife stumm, aber das System hat einen Defekt. Ich habe geschaut, sind es viele oder wenige. Mhm. Auf der Windlade sind bestimmt auf 20 Töne 10. Ja, warum wurden die angestochen? Ja, weil sie immer, warum der Organist kann nicht spielen. Ach so. Holz, so wie wenn der ein Pedal weg ist. Also er hat es, damit er kurzfristig spielen kann. Ja, genau. Aber damit hat er die Windlade kaputt gemacht. Genau. Sozusagen. Wenn du das Pedal ziehst, hast du noch so einen Heuler. Mhm. Das Pedal hat irgendwo einen der immer tönt. Der ging, also den Heuler habe ich schon ausprobiert. Genau. Heuler ausprobieren, okay, das ist gut. Ja, mit dem habe ich schon gut gespielt. Der Balg ist in einem guten Zustand, muss eventuell neu beledert werden. Barbara lokalisiert den Standort der einzelnen Prospektpfeifen. Weder Holzwurm noch andere Schädlinge haben die Orgel angegriffen. Diese Orgel ist die kleine Schwester der weltberühmten Buchholzorgel in Kronstadt und eine echte Edelstein unter den Orgeln in Siebenbürgen. Super Orgel! Man muss es noch ein bisschen auffrischen und dann geht es wieder wie geschmiert. Das bisschen ist zwar ein bisschen viel, aber es wird werden. Braucht Zeit und Geld.